mit verbundenen Augen reparieren. Hey, da ist ja meine Heldin. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Ja, ich bin's. Jetzt sperr mal schön die Lausche auf. Schlimm genug, dass dein kleiner Gigolo in meinem gottverdammten Yachthafen wohnt. Aber wenn du weißt, was gut für dich ist, lässt du ihn nicht in die Nähe von deinem Lieblingsspielzeug. Das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Das ist keine Drohung. Also erzähl deinem verfluchten Anwalt bloß nicht, ich würde dir wieder drohen. Sonst schieße ich dir deine Karre zu Schrott. Komm her, Sahneschnittchen. Ich brauche deine Hilfe. Adelaide Dropman, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Ficktrompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde, erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Ich hab mal versucht, mit dem Bogen zu jagen. Das ist echt schwer. Das ist fantastisch! Es kommt ein neues. Du wirst nie wieder für einen Drink bezahlen, solange du lebst. Thank you.
mich schon zu sich eingeladen, aber das ist nicht mein Ding. Für mich schmecken Konserven immer nach Dose. Meinte.
kann kaum erwarten, dass dieses Kapitel in der Geschichte Montanas abgeschlossen ist. Müssen wir aufpassen, wo wir hingehen. Nicht sicher. Seine Soldaten aus, das weiß jeder. Gottverdammte Sonne.
bin nicht so der Prepper wie die anderen aus der Gegend. Aber ich komme schon zurecht. Komme ich immer in Stimmung, auch mal wieder ins Horn zu blasen und mich abschießen zu lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Hey, hallo Mama. Hey, Mädchen. Hoffentlich zahlt die Versicherung für den ganzen Scheiß. Eins steht fest, das war keine... Ich war diesen Flachwichsern von Eden's Gate immer eine gute Nachbarin. Als sie den Yachthafen quasi geschenkt haben wollten, habe ich ihnen nicht mal gesagt, dass sie sich ins Knie ficken sollen. Aus Respekt vor ihrer Religion. Jetzt bereue ich, dass ich mir auf die Zunge gebissen habe.
von Tieren zerrissen werden wird. Als die Peggys ausgerastet sind, habe ich mir einen Vorrat Kokosöl angelegt. Das ist ein prima Gleitmittel. Und kochen soll man damit auch können. Monat hat sie auch trainiert, aber dieser Spielverderber von einem Arzt meinte, ihre Tiere damit aufzuhören. Den Schlösser nicht. Vorsicht!
Sag mal los! Bewegung! Ich fahr auf dich auf! Rücke vor! Wir wollen nur, dass du auf den Kollaps vorbereitet bist. Was zum Teufel war das? Haltet die Augen auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Direkt vor dem Gebäude. Noch weiß ich nicht, was das war, aber... Thank you.
nicht so der Prepper wie die anderen. Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses große, dumme Baby irgendwo voll rumliegt. Falls möglich, würde ich Nudel gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingskletterstange schicken, damit du ihn darauf anbringen kannst. Und vielleicht kannst du eine Maus in sein Maul tun. Das war sein Lieblingssnack. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schlange ausgestopft hast. Schau bei mir vorbei und hol ihn ab, wenn du Zeit hast.
sowas, verdammt! Komm endlich her, Blöde! Komm schon, Miezekatze! Das war endlich etwas Hilfe, hat auch lange genug gedauert.